Raphael Hirburger ziemlich schnell geführt in Davos. Das 1-0 war schon der siebte Schuss auf die Kiste. Sie persönlich sind dafür verantwortlich. Hier hat es gut ausgesehen. Ah, es hat sehr gut ausgesehen. Ich glaube, wir waren 5-2 dann sogar vorne. Und es hat eigentlich alles für uns gesprochen. Und ja, kriegen dann ein dummes drittes Gegentor und dann geht es schnell viertes. Und ja, das Momentum war auf ihrer Seite. Und dann haben wir gewusst, es wird natürlich wieder ein knappes Spiel. Und deswegen haben wir uns dann im letzten Drittel eher fokussiert wieder auf eine solide Defensive und haben das irgendwie über die Zeit gebracht. Und im Penaltyschießen eigentlich eher dann glücklich auch gewonnen. Glücklich auch gewonnen, es hätte auch können anders kommen. Ganz genau, ich glaube. Erstens müssen wir mal lernen, mit einer Führung umzugehen. Es ist leider zu oft schon passiert, dass wir wieder Führung hergeben und den gegnerischen Teams ins Spiel lassen. Und ja, da müssen wir aufbauen. Ich glaube, wir haben noch ein bisschen Zeit bis zu die Playoff, dass wir das jetzt mal erst schaffen. Und dann müssen wir aus den Fehlern lernen. Es sind wirklich individuelle Fehler und deswegen müssen wir da ansetzen und schauen, dass wir das konstante 60 Minuten über die Zeit bringen. Danke vielmals, gute Heimreise. Dankeschön.